Das ist tatsächlich der schlimmste Fehler, den ihr machen könnt. Hört auf damit, sonst könnt ihr das Game direkt wieder deinstallieren. Und zwar, das sind die schlimmsten Fehler in Honkai Star Rail, die deinen Account ruinieren. Und damit, hi, ich bin's, Yuma. Fehler 1. Puls. Ihr könnt mit euren stellaren Jade Puls, also Warps, kaufen. Ist auch eine feine Sache, aber bitte benutzt diese nicht für den Standardbanner. Das ist der hier unten mit dem grünen Ticket und wenn ihr neu seid, gibt es auch noch einen vierten ganz oben hier. Charaktere daraus könnt ihr, wie ich, auch aus dem Eventbanner bekommen, wenn ihr eure 50%ige Chance vergeigt. Selbst wenn ihr unbedingt einen Charakter aus dem Standardbanner und nicht den limitierten wollt, solltet ihr warten, bis ein limitierter kommt, den ihr wollt. Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück im Standardbanner und wenn nicht, hast du nach 300 Versuchen die Möglichkeit, dir einen auszusuchen. Das siehst du hier unten rechts nochmal. Fehler 2. Rerollen. Für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, er bedeutet so viel wie einen neuen Account erstellen, weil ihr mit dem Anfang nicht zufrieden seid. Versteht mich nicht falsch, wenn man einmal rerollt, weil man nach 90 Puls erst einen 5-Sterne-Charakter zieht und dann sogar das 50-50 verliert, verstehe ich das. Das muss jeder für sich selbst wissen und ist nicht dumm oder so. Aber es gibt auch Leute, die teilweise 7 Accounts erstellt haben, nur weil sie nicht wie andere nach dem ersten 10er Pull einen 5-Star bekommen haben. Das frisst euch unnötig Zeit und Energie. Selbst wenn ihr einen Wunsch 5-Sterne-Charakter im Standardbanner habt, könnt ihr es bis zu 20 Anläufe brauchen, bevor ihr diesen direkt bekommt oder mehr. Das ist es nicht wert. Spielt lieber das Game weiter, macht Fortschritte, habt Spaß am Spiel und denkt dran, nach 300 Puls könnt ihr euch sowieso einen aussuchen. Wenn ihr mich fragt, ich würde mir davon vermutlich Bronja aussuchen, wenn ich sie nicht schon hätte. Ihr Potenzial wird momentan nur zu ca. 5% ausgeschöpft. Das wird in Zukunft immer mehr und ist ein klasse Support, aber schaut, wer euch am meisten gefällt. Fehler 3. Shop. Vergesst bitte nicht, eure 5 Event-Banner-Warps und danach auch die 5 Standard-Banner-Warps zu kaufen. Und zwar monatlich. Viele machen den Fehler, dass sie alles direkt raushauen für die anderen Items, wovon man die meisten auch locker ganz easy farmen kann. Außerdem planen viele nicht voraus. Ich zum Beispiel will unbedingt Seele haben, ich pulle sie, hoffentlich in den nächsten Streams. Um das nicht verpassen, kannst du mir gerne kostenlos ein Follow auf Twitch da lassen, erster Link in der Videobeschreibung. Dort helfe ich dir auch, wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst und du kannst durch Drops, also durch Zuschauen, stellare Jade sammeln. Vielen Dank. Den nächsten Banner werde ich vermutlich skippen, deswegen lege ich mir ordentlich was von der unsterblichen Glut zur Seite. Die bekommt man einfach durchs Warpen, um im nächsten Monat locker 1600 davon für alle 10 Puls voll zu haben. Übrigens habe ich extra die Nacht durchgemacht, um dieses Video noch rauszuhauen, bevor der Shop resettet wurde. Kauft ihr also unbedingt noch einen, falls ihr es noch nicht getan habt. Fehler 4. Treibstoff. Ihr verbraucht Trailblaze Kraft, wenn ihr zum Beispiel EXP-Bücher, Credits oder Relikte farmt. Gebt dafür keine Treibstofffläschchen aus. Es ist Verschwendung, bevor ihr nicht weiter im Spiel seid. Erst wenn ihr goldene Relikte sicher bekommt und generell mehr Loot aus diesen Kämpfen, lohnt es sich. Ansonsten ist es eine extreme Verschwendung. Tipp Nummer 5. Trailblaze Kraft. Hier knüpfen wir an gerade an und zwar, sobald ihr die Möglichkeit habt, Relikte zu farmen, haltet euch etwas zurück. Versteht mich nicht falsch, irgendwann werden die Gegner schwerer und man muss auch mal Ressourcen investieren, um sie zu schaffen. Aber behaltet immer im Hinterkopf, dass ihr bald nur mit goldenen Relikten kämpfen wollt und ihr daher keine perfekten und komplett hochgelevelten 4-Sterne-Relikte braucht. Ich investiere immer so viel, dass ich spannende Kämpfe habe, aber dennoch gut durchkomme. Und dann auch eher in die Charaktere, die ich auch zukünftig spielen werde und nicht beim nächstbesten 5-Sterne-Charakter wieder austausche. In meinem Fall vor allem Himiko und auch Bronja. Wenn ihr was hochlevelt, würde ich zum Beispiel am ehesten für die Handschuhe gehen, für mehr Angriff fürs Erste, kommt aber natürlich auf den Charakter an. Fehler 6. Farmen. Ihr könnt maximal 180 Trailblaze-Kraft haben und stellt alle 6 Minuten eins davon her. Das heißt, wenn alles ausgegeben wurde, braucht es 18 Stunden, bis es wieder aufgefüllt wurde. Ich verlose bald mehrere Battle-Pässe an euch, auch in Honkai. Abonniert gerne kostenlos diesen Kanal, um zukünftige Honkai Star Rail Guides und auch Tipp-Videos nicht mehr zu verpassen. Denn wenn 50% von euch, die meine Videos schauen, Abonnenten sind, verlose ich auch wieder Anime-Figuren. Vielen Dank. Falls es also eure Zeit zulässt, ist es empfehlenswert, immer mal wieder zu farmen, damit es bloß nie bei 180 ankommt, damit keine Zeit verschwendet wird. Fehler 7. Ressourcen. Wie vorhin angesprochen, habt ihr nur begrenzte Ressourcen, mit denen ihr euch am Anfang noch etwas zurückhalten solltet. Ich wollte aber nochmal richtig darauf hinweisen, dass es auf jeden Fall Sinn macht, Charaktere zu leveln. Aber sucht euch am besten dafür die aus, die ihr später auch noch vermutlich spielt. Dann könnt ihr auch sorgenfrei die Spuren zum Beispiel mit aufleveln. Fehler 8. Truhen. Farmt die Truhen für jedes Gebiet immer direkt, wenn ihr da seid. Sonst wird es später viel zu viel. Manche sind gut versteckt, aber ihr könnt sie alle finden, außer momentan im Verwaltungsbezirk. Manche haben schon stundenlang nach der 10. Kiste gesucht. Die können wir Stand jetzt zu Release des Spiels aber noch nicht finden, da sie auf einer anderen Ebene ist. Neben den Truhen oben links seht ihr hier auch ein Warp-Sparschwein. Wenn es hier angezeigt wird, dann sucht und findet es. Ihr solltet euch beim Besiegen dann aber auf jeden Fall beeilen, denn nach paar Runden kämpfen flüchtet es. Falls das passiert, teleportiert euch in ein anderes Gebiet und wieder zurück. Es wartet an der gleichen Stelle darauf, euch mit stellarem Jade zu versorgen. Fehler 9. Das ist tatsächlich der schlimmste Fehler, den ihr machen könnt. Hört auf damit, sonst könnt ihr das Game direkt wieder deinstallieren. Und zwar, lasst euch nicht vorschreiben, wen ihr zu spielen habt. Klar, wenn ihr Einschätzungen
Unterstützung braucht, wer gut in euer Team passt, helfe ich euch jederzeit gerne. Wie gesagt, im Twitch-Chat gerne fragen, erster Link in der Beschreibung. Aber welchen Charakter ihr bauen oder spielen wollt, ist eure Sache. Bei Tierlisten etc. geht oftmals unter, dass jeder Account was anderes braucht. Ich habe zum Beispiel vor, meine Natascha so extrem stark zu machen und habe auch schon einige Idolas, also Sternbilder auf ihr. Deswegen brauche ich Bailu nicht. Für andere hingegen könnte Bailu der beste Charakter sein. Das Schöne an dem Game ist, dass es keinen stärksten Charakter in dem Sinne gibt, sondern es auf eure Teamzusammenstellung und eure Spielweise ankommt. Strategie ist ja so gut wie alles. Ihr könnt um jeden Charakter herum ein gutes Team bauen, aber natürlich merkt man zum Beispiel Unterschiede in der Stärke zwischen 4- und 5-Sterne-Charakteren. Fehler Nummer 10, Technik. Schaut dazu mein letztes Video zu Honkai Star Rail. Ich verlinke es euch mal in der Beschreibung. Das sind die Top 10 Tipps für alle Honkai-Spieler. Lest euch alle Techniken durch und aktiviert dann vor allem die, die euch am meisten bringt, bevor ihr den Kampf beginnt. Bei mir ist es Bronya. Wenn ihr sowas findet, greift es einfach an und dann könnt ihr die E-Fähigkeit aktivieren. Anschließend könnt ihr immer noch auf den Charakter wechseln, den ihr braucht, um beispielsweise die Schwäche des Gegners direkt gegen ihn zu verwenden. Danke für die Follows auf Twitch und die Abos sowie Kanalmitgliedschaften auf YouTube. Euer Yuma.